eine sehr interessante Verse heute vor uns. Verse, die zu dem Stärksten gehören, was Jesus jemals gesagt hat. Und wir werden sehen, dass wenn wir diese Verse annehmen für uns, wir zu den liebevollsten Menschen werden, die die Welt je gesehen hat. Und bevor wir das aber genau tun, wollen wir uns niederknien und Gott bitten, dass er uns mit seinem Heiligen Geist führt. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wirklich so dankbar. Worte können es eigentlich gar nicht ausdrücken, wie dankbar wir sind für dein Wort und dass wir es verstehen dürfen. Und dass jedes Mal, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen, es immer neue Gedanken, neue Ideen, neue Facetten gibt, es nie langweilig wird mit dir und deinem Wort. Und wir danken dir, dass du auch heute uns etwas ganz Praktisches beibringen möchtest, dass wir in unserem Charakter geformt werden, noch mehr in dein Bild. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du jetzt unser Lehrer bist, dass alles Störende ferngehalten wird und dass du direkt zu unseren Herzen sprichst und eine echte Erweckung in unserem Herzen bewirkst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Markus Kapitel 9. Wir sind, ich erinnert euch vielleicht noch immer bei dieser Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern eindringlich reden muss, weil sie auf dem Weg nach Kapernaum untereinander eine wichtige Frage besprochen haben, nämlich welche Frage? Wer ist der Größte? Und darüber haben sie debattiert und nachdem dann diese Geschichte mit dem Fisch und dem Statthäer in dem Fisch gewesen ist und der Tempelsteuer und alle zusammen sind und Petrus auch dabei ist, redet Jesus sehr eindringlich mit ihnen und holt ein Kind und sagt, schaut mal, wenn ihr nicht so werdet und umkehrt und euch erniedrigt wie dieses Kind, dann werdet ihr gar nicht ins Reich der Himmel kommen, geschweige denn eine hohe Position haben. Und einer von ihnen ist besonders betroffen, einer von ihnen ist im Herzen besonders angesprochen, nämlich welcher Jünger stellt jetzt eine Frage? Johannes, das haben wir letztes Mal gesehen. Johannes stellt eine Frage, weil er plötzlich merkt, etwas, das ihm selbstverständlich erschien, erscheint jetzt in den Worten von Jesus doch so, als ob er einen Fehler gemacht hat. Ja, vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, nicht wahr? Man ist sich seiner Sache ganz sicher und dann wird man mit dem Wort Gottes konfrontiert und merkt, meine Güte, ich glaube, ich habe nicht gut reagiert. Und so geht es dem Johannes und er erzählt diese Geschichte, nämlich was war vorgefallen? Nur als kurze Wiederholung, was wir letztes Mal gemacht haben, was war vorgefallen? Sie waren unterwegs gewesen und sie haben jemanden gesehen, oder? Und was hat dieserjenige gemacht? Der hat Wunder geheilt im Namen Jesu und er war kein offizieller Jünger Jesu, kein Apostel, ja? Und da haben sie gesagt, das geht ja gar nicht, ja? Das ist ja außerhalb der Organisation, ja? Das ist ja nicht kontrollierbar. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihm es verboten. Und jetzt fragt Johannes so ein bisschen wie ein ertapptes Kind, war das überhaupt richtig? Und Jesus sagt, naja, wehrt es ihn nicht. Ja. Denn jeder, der nicht gegen uns ist, ist für uns. Und an der Stelle haken wir ein in Markus Kapitel 9 und dort Vers 41. Markus 9, Vers 41, wer mag den mal lesen? Okay, sehr interessanter Vers und den versteht man eigentlich so erst richtig, wenn man ihn mit einem anderen Vers verbindet. Also wir haben hier in Markus 9, Vers 41, diese Idee, wenn ihr Christus angehört, dann ist es so, dass wenn euch jemand ein Glas Wasser gibt, wird im Himmel aufgeschrieben, derjenige, der, also nehmen wir mal an, da kommt eine Person B, ja, also wenn Person A mit Jesus so sehr verbunden ist, mit Jesus verbunden ist und Person B kommt und gibt ihm einen Schluck Wasser, wird im Himmel aufgeschrieben, das war eine gute Tat von B, denn er hat A Wasser gegeben, weil A ist mit Jesus verbunden. Jetzt das Interessante ist, dass diese Aussage so ähnlich schon mal vorkam in einer Rede von Jesus, als er die Jünger ausgesandt hat in Matthäus 10. Und damit wollen wir das kurz vergleichen und werden jetzt etwas Interessantes feststellen. In Matthäus 10, damals, einige Monate wahrscheinlich zuvor, hatte Jesus die 12 Jünger ausgesandt zur Missionsreise und hatte sie in Matthäus 10 sehr ausführlich und ausgiebig instruiert. Und in Matthäus 10, Vers 42, gibt es fast denselben Gedanken mit einer interessanten Umformulierung und einem anderen Akzent.
Da heißt es nämlich in Matthäus 10, Vers 42, und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, also ein Jünger von Jesus, wahrlich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Was ist der Unterschied zwischen Markus 9 und Matthäus 10, Vers 42 in der Formulierung? Fällt euch das auf? Was? Also es ist ja sehr ähnlich, ja? In beiden Fällen wird Wasser gegeben, ein Schluck kaltes Wasser. In beiden Fällen heißt es, die Person, die dieses Wasser gibt, wird dafür belohnt. Was ist der Unterschied zwischen Markus 9, 41 und Matthäus 10, 42? Wem wird in Markus 9 der Becher mit Wasser gegeben und wem wird in Matthäus 10 der Becher gegeben? In Markus 9 ist es wer? Ja, fast. Also Gott gönnt sie beide an. In einem Fall ist es, wie sie Christus angehören, im anderen Fall, weil sie Jünger sind. Ja, und Jünger sind, die Christus angehören. Aber wer ist es in Markus 9? Die Apostel selbst. Er sagt ja, wer euch, Johannes und Petrus und Jakobus, wer euch einen Becher Wasser gibt, weil er ein Jünger ist, der wird seinen Lohn bekommen. Jetzt könnte man ja denken, ja natürlich, wer mir etwas Gutes tut, wird von Gott belohnt, weil ich bin ja ein Apostel. Ich bin ja ein Jünger Jesu. Das war, wie die Jünger gedacht haben, ja. Ich bin ja ein Jünger Jesu und weil ich ein Apostel bin, deswegen ist es ja gut, wenn man mir was Gutes tut. Aber wer wird hier in Matthäus 10 angesprochen? Wer bekommt das Wasser dort? Ein Geringer. Genau, ein Jünger ist, ganz genau. Ja, das ist richtig. Also die Apostel sind auch Jünger, ja. Also er sagt, wer euch... Also er spricht zu den Aposteln, wer euch Wasser gibt, weil ihr mit Jesus verbunden seid, ja, der wird seinen Lohn bekommen. Wer einem Geringen Wasser gibt, weil er mit Jesus verbunden wird, der bekommt seinen Lohn. Und jetzt müsst ihr, wenn ihr das vergleicht, schaut mal her, was Interessantes feststellen. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Apostel und dem Geringsten. Denn der Apostel, wenn er mit Jesus verbunden ist, wird so geehrt. Der Geringste, wenn er mit Jesus verbunden wird, wird so geehrt. Was Jesus sagt mit anderen Worten, es kommt gar nicht darauf an, wer ihr seid, wie sehr ihr auf der Apostelleiter hochgestiegen seid. Selbst der Geringste ist genauso viel wert wie ihr. Denn was macht ihn wert? Es ist die Verbindung mit Jesus. Warum bist du im Himmel geehrt? Weil du lange in der Gemeinde bist? Weil du verschiedene Ämter besessen hast? Weil du viele Schriften verteilt hast? Weil du Menschen zu Jesus geführt hast? Weil du die Bibel auswendig zitieren kannst? Warum wirst du vom Himmel geehrt? Der Punkt ist ein simpler, du wirst nur deswegen vom Himmel geehrt, weil du mit Jesus verbunden bist. Und dazu musst du kein hohes Amt haben, keine lange Erfahrung haben, kein großes Wissen haben. Der Geringste kann denselben Lohn haben, dieselbe Ehre. Und ihr seht, das ist eigentlich eine Therapie für die Jünger, oder? Weil die Jünger dachten, es gibt Jünger und Jünger. Ja, es gibt Jünger, die sind noch höher als die anderen. Ja? Also wer ist der Höchste? Wer hat das Recht auf das höchste Amt? Wer sollte am meisten im Mittelpunkt stehen? Wer darf zu Rechten Jesu sitzen? Und Jesus zeigt dir, schaut mal, ihr werdet geehrt im Himmel, weil ihr mit mir verbunden seid. Genauso wie jedes Kind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Der Himmel schaut auf uns und mag uns, weil wir mit Jesus verbunden sind und weil es Jesus gibt und weil Jesus für uns gestorben ist und weil Jesus für uns eintritt. Und deswegen ist es absolut absurd, dass wir denken, ich bin höher als der andere. Erst recht in der Gemeinde. Das ist absolut absurd. Und Jesus will ihnen deutlich machen, wie absurd es ist, weil es gar nicht darauf ankommt, denn selbst der Geringste ist mit Jesus im Himmel geehrt. Nun, mit anderen Worten, Gott schätzt uns nicht, weil wir eine hohe Position haben oder viel können, sondern weil wir Jesus zum Freund haben. Deswegen schätzt uns Gott.
Nun, gehen wir mal weiter in Markus 9, Vers 42. Markus 9 und dort Vers 42. Wer mag das mal lesen? Okay, also das ist definitiv deutliche Sprache, oder? Jesus sagt, also ich meine, ihr wisst, ein Mühlstein ist jetzt schwer. Ein Mühlstein ist so schwer, dass wenn du damit ins Meer geworfen wirst, ist das dein sicheres Todesurteil. Jesus sagt, es wäre besser, wenn du tot bist, als wenn du einen Menschen vom Weg abbringst. Wow. Das ist ziemlich deutlich. Wir schauen mal uns ein paar Bibelverse an. Lasst euren Finger hier, wir kommen natürlich zu Markus wieder zurück. Und zwar schauen wir mal Römer 14, Vers 13. Paulus spricht öfter davon, dass wir keinen Anstoß geben sollen. Römer 14 und dort Vers 13. Da heißt es, darum lasst uns nicht mehr einander richten. Das war wohl schon damals so, ja, dass die Christen sich gerne gegenseitig gerichtet haben. Du hast das gemacht und deswegen bist du abgefallen. Du hast das gemacht und deswegen bist du nicht so geistlich wie ich. Paulus sagt, lasst uns nicht einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Also ein Anstoß heißt auf Deutsch, so, also wenn man auf den Weg geht und da ist irgendwie ein Hindernis und man stolpert drüber. Ne? Und Paulus sagt, es ist möglich, dass ich durch mein Verhalten, durch meine Worte quasi dem Bruder, der Schwester ein Bein stelle. Und vielleicht noch so tun, ne, er ist ja gefallen, ich bin nicht gefallen, ich stehe immer noch, ich laufe, ja, der liegt im Dreck. Aber vielleicht ist es mein Wort gewesen, mein Verhalten, wo ich gemerkt habe, ich kann ein bisschen provozieren oder so, ja, oder durch etwas tun. Wenn ich es nicht getan hätte, würde er noch stehen. Noch ein Vers. In 1. Korinther 8. 1. Korinther 8 und dort Vers 13. Da gab es damals die Frage, vielleicht wisst ihr das, es gab damals die Frage mit dem Götzenopferfleisch. Ja? Wenn man auf den Markt ging, um Fleisch zu kaufen, also gemeint ist jetzt aus der Sicht von Paulus natürlich reines Fleisch, ja? Irgendwas Rind oder Lamm oder was weiß ich was, ja? Man geht auf den Markt und man kauft jetzt hier irgend so ein Stück Fleisch. Dann ist es gut möglich gewesen, dass der Metzger, der das da jetzt anbietet, vorher zu Hause dieses Stück Fleisch irgendwo an einer Jupiter-Statue hingestellt hat und irgendwie seine Morgengebete zum Jupiter gemacht hat und dieses Fleisch dem Jupiter geopfert hat. Und jetzt gab es Christen, die gesagt haben, oh je, wenn ich jetzt dieses Stück da kaufe und ich werde es dann essen, bin ich dann okkult belastet? Weil es stand ja vor der Jupiter-Statue. Und wenn euch das absurd vorkommt, glaubt mir, das ist ein ernstzunehmendes Thema, was viele Menschen betrifft. Vielleicht nicht mit Fleisch an der Jupiterstatue, aber ähnliche Themen gibt es auch heute noch, die uns fragen, okay, wenn das da und da, vielleicht hat da irgendwie was mit Okkult zu tun und vielleicht bin ich jetzt okkult belastet, wenn ich das dann irgendwie damit in Berührung komme oder so. Und jetzt sagt Paulus was Wichtiges in den Korintherbriefen. Er sagt, wir wissen, das hat nichts zu sagen, ja? Also, wenn wir vor der Jupiterstatue niederfallen, ist es Sünde. Aber es ist keine Sünde, Fleisch zu essen, das zufällig vorher an der Jupiterstatue, weil das Fleisch ist nicht okkult belastet. Ja? Aber er sagt jetzt das Folgende. Schaut mal in Vers 13. Er wusste, dass es Geschwister gibt, die ein solch sensibles Gewissen haben, dass wenn sie jetzt den Paulus da sehen, der irgendwo draußen im Restaurant sitzt und sich da die Lammkeule schmecken lässt, ja, dass sie dann denken, meine Güte, der Paulus, der isst die Lammkeule, der müsste doch wissen, ja, wenn der Paulus das isst, ja, vielleicht, und die sich so aufregen darüber, so entmutigt werden, dass sie vielleicht nicht mehr zur Gemeinde kommen. Und jetzt sagt Paulus Folgendes, Vers 13, darum, wenn eine Speise, und sei es Lammkeule, meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, was will ich tun? So will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Paulus hätte auch sagen können, was bist du nur für ein ungebildeter Christ? Ja? Was bist du nur für ein vielleicht abergläubischer Christ oder so? Hätte sie verurteilen können, sagen, das ist mein Recht, ich kann ja machen, was ich will. Ja, Paulus sagt, nein, wir sind eine Gemeinde und wenn ich merke, dass mein Verhalten jemandem anderen zum Anstoß wird, möchte ich lieber auf mein Recht verzichten und werde sofort Vegetarier, was nebenbei gesagt auch gar nicht so schlecht ist, die Idee, als dass ich jetzt durch mein Verhalten auf mein Recht pochen jemandem anderen zum Anstoß werde.
Das ist eine wichtige Idee. Und ich glaube, in verschiedenen Lebensbereichen haben wir alle schon solche Situationen erlebt, wo wir vielleicht unser Recht durchgepocht haben, wo wir vielleicht sogar theologisch Recht hatten oder lebensstilmäßig Recht gehabt haben, aber durch unser Verhalten einem anderen, der ein sensibles Gewissen gehabt hat, zum Anstoß geworden sind. Jetzt schauen wir mal weiter in 1. Korinther 10. Da sagt Paulus was Ähnliches. In 1. Korinther 10, Vers 32 und 33. 1. Korinther 10, Vers 32 und 33. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Und jetzt sagt er als Beispiel, so wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Was war Paulus' Grundeinstellung, wenn er mit anderen Menschen zu tun hatte? Genau. Paulus hat sich nicht gefragt, was ist mein Recht? Denn wenn ich mich frage, was ist mein Recht, fange ich an, mein Recht zu verteidigen, weil mein Recht immer irgendwie, sei es das Recht zu reden oder das Recht sich auszubreiten oder was immer, was ich denke, was ich jetzt darf. Ja? Wenn das mein Fokus ist, werde ich immer in Streit mit anderen Leuten geraten. Paulus hat nie gedacht, was ist mein Recht? Was darf ich, was muss ich mir jetzt gönnen? Paulus hat gedacht, okay, wie kann ich reden, wie kann ich sein, wie kann ich handeln, damit andere Jesus kennenlernen? Wie kann ich ihnen zum Segen sein und nicht auf mich bedacht sein? Das ist übrigens nicht nur die Einstellung von Paulus gewesen, sondern wer hat auch diese Einstellung? Jesus, oder? Jesus ist das Idealvorbild dafür. Nun, wie hängt das Ganze mit der Frage von Johannes zusammen? Denn Jesus sagt das ja als Antwort auf diese Geschichte von Johannes, oder? Was denkt ihr wohl? Als der Johannes diesem anderen Menschen da, der da so voller Begeisterung Menschen im Namen Jesu heilt und Johannes kommt und sagt, hey, ich bin einer der engsten Mitarbeiter von Jesus. Ich gehöre zum innersten Zirkel. Ja, ich habe Dinge gesehen, von denen du dir nicht glaubst, dass es was möglich ist. Ich verbiete dir, jemals den Namen Jesu noch in dieser Form anzurufen. Es sei denn, du machst es genauso, wie wir sagen. Was denkt ihr wohl, was hat das bei dem Mann ausgelöst? Ja, genau, der war ganz bestimmt nicht begeistert. Hat bestimmt nicht gedacht, oh, hier sehe ich die Liebe Gottes, so möchte ich auch werden, oder? Er hat sich wahrscheinlich eher geärgert, dass die Gemeinde Gottes so hartherzig ist. Jetzt, man kann darüber diskutieren, ob der Johannes vielleicht ja sogar, also sicherlich gut gemeint, ja, der wollte für die Organisation, der wollte irgendwie das, aber seine Einstellung, sich selbst zu erhöhen, hat sich übertragen. Und Jesus sagte, schau mal, Johannes, so eifrig wie du für mich bist, wenn du durch dein Verhalten dazu beiträgst, dass Leute, die schon eigentlich ein Interesse an mir haben, abgestoßen werden. Das ist keine gute Sache. Und er verwendet eine sehr starke, also damit will er nicht sagen, dass Johannes jetzt des ewigen Todes sterben muss. Versteht ihr, was ich meine? Ich will nur sagen, wenn du das mit Absicht weitermachen würdest, wäre es besser, wenn du gar nicht lebst. Das ist nicht deine Aufgabe, Menschen von Jesus wegzubringen. Ellen White sagt Folgendes: Härte und Kälte, die von einem Jünger gezeigt werden gegenüber einem anderen, den Jesus zu sich zieht, zum Beispiel so wie Johannes da diesem Menschen verboten hat, Wunder im Namen Jesu zu tun, können dazu führen, dass dieser sich auf den Weg des Feindes begibt und könnte dazu führen, dass eine Seele verloren geht. Jetzt, Johannes war nicht unterwegs und hat gesagt, wie kann ich Seelen verderben, oder? Aber Johannes hat ein anderes Problem. Johannes und die Jünger hatten das Problem, wer ist der Größte? Und indem sie dachten, wer ist der Größte, haben sie selbst in ihrem Eifer für Jesus Dinge getan, die möglicherweise Menschen eher abschrecken. Deswegen ist die Kur für das Problem hier. Sich bewusst machen, dass es nicht um mich geht, sondern um Jesus. Nun, schauen wir mal noch einen Vers im Parallelbericht von Markus in Matthäus. Da gibt es einen Vers, der in Markus nicht berichtet wird. Ansonsten folgen wir vor allem Markus, weil Markus an der Stelle ausführlich ist. In Matthäus Kapitel 18 im Parallelbericht heißt es in Matthäus 18 und dort Vers 7. Da sagt Jesus auch nochmal so einen sehr eindrücklichen Satz. Also Jesus hat hier sehr deutliche Sprache verwendet. Matthäus 18 und dort Vers 7. Wer mag das lesen? Ganz genau.
Also Jesus sagt etwas Interessantes. Er sagt erstmal, wehe der Welt wegen der Verführung zur Sünde, dem Anstoß zur Sünde. Weil Jesus weiß, jede Anstoß zur Sünde kann Menschen dazu führen, dass sie wirklich sündigen. Ja, wehe der Welt. Jetzt sagt er interessanterweise, es ist notwendig. Warum sagt er, es ist notwendig, dass es was heißt das? Wie stellt euch das vor, wenn ihr sagt, es ist notwendig, dass Anstoß zur Sünde kommt? Hat Gott das so vorgesehen? Wünscht sich Gott, dass es Anstöße gibt? Nein. Also warum heißt es, es ist notwendig? Ja, es wird sich erfüllen, genau. Ganz genau. Und weil es einen Kampf gibt, wird es, man könnte vielleicht auch sagen, notwendigerweise wird es, aufgrund des Kampfes, wird es Anschlüsse zur Sünde geben, es wird Verführung geben. Auf dieser Welt werden wir noch nicht das Paradies erleben. Jesus sagt, es wird sowieso Verfolgung und Anstoß und Unterdrückung geben, aber wehe dem Menschen, der das tut. Mit anderen Worten, Johannes, es wird Menschen geben, die verbieten werden, in meinem Namen zu predigen und zu heilen. Es wird Menschen geben, die danach trachten, mich Leute von mir wegzuziehen, aber sei nicht einer von ihnen. Es wird immer einen Anstoß geben, es wird immer den Satan geben. Ellen White sagt, die Welt, inspiriert vom Satan, wird mit Sicherheit die Nachfolger Jesu behindern. Aber wehe dem, der den Namen Jesu trägt und diese Arbeit tut. Wehe, wenn wir zwar den Namen Jesu tragen, aber letztendlich das tun, was der Satan tut. Und wir haben ja gesehen, indem die Jünger gesagt haben, wer ist der Größte, ja? Ich will, ne, ich, haben sie ja eigentlich im Kern genau das gesagt, was wer gesagt hat? Luzifer im Himmel. Und deswegen hat ja Ellen White, Jesus, als er das gesehen hat, hat er vor seinem inneren Auge noch einmal die Szenen gesehen, wie 4000 Jahre zuvor, der Luzifer im Himmel angefangen zu rebellieren. Er hat gesagt, nicht schon wieder, ja? Und macht also deutlich, wehe. Das kommt sowieso, solche Dinge, die du getan hast. Das kommt. Menschen machen das, aber du nicht. Wehe dem, der das tut. Ja? Zurück zu Markus 9, Entschuldigung. Wir lesen mal weiter und wir lesen mal einen ganzen Abschnitt jetzt, weil der zusammengehört. Ja, das würde sonst zu. Wir lesen mal Vers 43 bis 48. Werdet ihr sehen, das ist eigentlich ein Gedanke, der jetzt hier mehrfach wiederholt wird. Vers 43 bis 48 in Markus 9. Okay, ihr merkt, also es ist eine gewisse Wiederholung, ja? Wie oft wiederholt sich der Gedanke? Dreimal, ja? Dreimal. Und zwar einmal geht es um welches Körperteil? Einmal ist es die Hand und dann? Und dann ist es das Auge. Okay, und man kriegt so den Eindruck, okay, das sind jetzt drei Beispiele, man hätte auch noch andere nehmen können. Man hätte auch Ohr nehmen können oder was weiß ich was, ja? Aber das sind ja drei, also Hand, das, was man tut, Fuß, wo man geht, Auge, was man sieht, das sind ja sehr entscheidende Elemente, auch wenn es um Sünde geht. Jetzt, das sind auch einige der deutlichsten Worte, die jemals gesagt hat. Ja? Und wir wollen uns mal fragen, was hat Jesus hier eigentlich gemeint? Kommt euch das bekannt vor, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, hau sie ab? Woher, haben wir das irgendwas mal gesehen, gelesen? Oder hat es Jesus hier zum allerersten Mal gesagt? Ja, steht da, dass man sich die Hand abhauen soll, wenn man zur Sünde verführt wird? Da steht Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ja, das ist was anderes. Da geht es nämlich darum, was die Richter sozusagen als Urteil fällen sollen. Ja, aber nicht, ja? Also ich kenne das aus der muslimischen Welt. Aus dem was? Aus der muslimischen Welt, aus dem Islam. Achso, ja, genau. Also da gibt's zum Teil als buchstäbliche Anwendung. Aber Jesus hat schon mal davon gesprochen, und zwar in einem sehr berühmten Text. Nämlich in der? Johannes
Bergpredigt. In der Bergpredigt, ganz kurz mal schauen. Das ist eigentlich Bergpredigt-Sprache, das kannten die Jünger schon. Er hat sie quasi an etwas erinnert, was sie schon mal gehört hatten. Okay? In Matthäus 5, und da lesen wir ab Vers 27, ihr aber, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge, jetzt merkt man nicht mal Ehebruch, ja, anschauen, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anlass zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Könnt ihr sehen, es ist genau der gleiche Gedanke. Ja? Also Jesus wiederholt hier etwas, was in der Bergpredigt gesagt hat. Und was ist die Idee? Also sagt Jesus, dass wir tatsächlich unsere Hände abhauen sollen und unsere Augen ausreißen sollen? Würde das das Problem lösen? Ich erinnere mich, der Nico hat immer mal diese Geschichte erzählt von dem einen Mann, der geraucht hat und der jahrelang versucht hat aufzuhören mit dem Rauchen und es hat nicht funktioniert. Und irgendwann hat er gesagt, okay, ich rauche ja mit der rechten Hand oder so, ja, und ich hau sie ab, ja, weil er dachte, er muss das buchstäblich machen. Was hat er gemacht danach? Mit der linken weiter geraucht. Genau, weil das Problem natürlich nicht die Hand eigentlich war, das ist ja ein Symbol. Das Problem ist nicht die Hand. Das Problem, woher kommt die Sünde? Was sagt Jesus, woher kommt die Sünde? Aus dem Herzen. Das heißt, Hand abhauen, Fuß abhauen, Augen ausreißen, sind Metaphern, die allerdings deutlich machen sollen, dass es hier um etwas sehr Wichtiges und sehr Schmerzhaftes geht. Denn, ich meine, wer haut sich schon seine... Kennt ihr jemanden, der sich seine Hand abschneiden würde? Unter welcher Situation wird sich jemand wirklich seine Hand abschneiden? Wenn er nicht psychisch krank ist, okay? Wenn er irgendwie... Kennt ihr die Geschichte von dem einen Mann, ich habe vergessen, wie er heißt, der in der Wüste irgendwo in Amerika, in der Wüste eingeklemmt auf einer Wanderung und da ist ein Felsen auf ihn gekommen und er war so eingeklemmt und es war also tagelang niemand, der da kam und der war fast verhungert und irgendwann stand er vor der Entscheidung, entweder ich verhungere hier oder ich schneide mir den Arm ab. Ja. Krasse Geschichte, aber der hat sich dann den Arm abgeschnitten und hat überlebt. Also das ist sozusagen die Idee in einer extremen Situation. Es stellt sich die Frage, was ist mir wichtiger? Der ganze, also mein Leben oder dass ich das nicht abschneide? Das ist so die Frage. Das ist eine extreme Situation und das ist auch ein extremes Beispiel hier, weil auch das kennen wir in der Medizin manchmal, ja. Manche Menschen haben Krebs gehabt. Und die Frage stellt sich, okay, soll das Bein abgenommen werden und der Mensch überleben? Ja? Weil er sonst sterben würde. Ja? Das sind so die Situationen. Das gab es natürlich in der Antike auch. Da war es zum Teil ein bisschen rabiater. Ja? Da wurde dann nicht groß irgendwie, gab es keine moderne Medizin, da wurde manchmal auch ein Bein einfach abgenommen, damit der Mensch überlebt. Und in solchen Extremsituationen ist der Mensch bereit, auf etwas zu verzichten, um zu leben. Und das ist eine schmerzhafte Prozedur. Und jetzt sagt Jesus genau dieses Beispiel, um deutlich zu machen, was es bedeutet, gegen die Sünde zu kämpfen. Der Sieg gegen die Sünde ist uns gewiss. Aber Jesus hat nie gesagt, dass der Sieg gegen die Sünde einfach ein Kinderspiel ist. Er hat nie gesagt, dass es einfach so über uns kommt, so als würde es nichts sein, sondern weil in unserem Herzen die Sünde oft so tief Wurzeln gefasst hat, wird es bedeuten, dass wir angeeignete Tendenzen, liebgewonnene Ideen, Charakterzüge, die uns, wo wir stolz drauf sind, dass wir sie buchstäblich abschneiden müssen. Ja? Und die Bibel sagt das auch im Neuen Testament an vielen Stellen. Schaut mal, geben wir ein paar Beispiele. In Römer 6, Vers 6. Wenn es darum geht, im Kampf gegen die alten Gewohnheiten, im Kampf gegen falsche Gedanken, gegen sündige Motive und so, verwendet die Bibel immer sehr, ich will fast sagen, radikale Sprache. Schaut mal in Römer 6 und dort Vers 6, wer mag das mal lesen? Genau, hier geht es hier um die Frage, dass, also, wie kann ich von der Sünde loswerden? Den Sieg schenkt Jesus, ja, es geht ja hier um die Taufe. Aber was passiert mit dem alten Menschen? Was wird mit ihm gemacht? Der wird gekreuzigt. Wisst ihr, auf einer Skala von 1 bis 10, was so den Schmerz angeht, wo die Kreuzigung rangiert? Also bei 11 oder so.
das Kreuzigung war mit das Schmerzhafte, was es gab. Jesus hätte auch sagen können, Paulus hätte sagen können, ja, das ist, der alte Mensch ist halt irgendwie, hat einen Kopfschuss bekommen oder so. Ja, gut, den gab es nicht, aber ja, er hätte auch irgendwie, oder ist halt irgendwie zu Tode erstickt worden oder so. Nein, der alte Mensch ist gekreuzigt worden. Und ich glaube, wir alle wissen, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir wissen, das ist richtig, das möchte Gott, ich will eigentlich das auch, aber hier ist meine sündige Neigung und das will ich irgendwie auch. Habt ihr schon mal so eine Situation gehabt, wo ihr wisst, das ist richtig, aber das will ich und dann ist das ein echter Kampf. Ein echter Kampf, Ellen White sagt, der Kampf gegen das eigene Ich ist der größte Kampf, der jemals ausgefochten worden ist. Und wir alle wissen auch, wie es sich anfühlt zu verlieren. Und hoffentlich auch, wie es sich anfühlt zu gewinnen. Und das ist ein Kampf, den man nicht einmal kämpft, der immer wieder kommt. Ja? Und der, je öfter man gewinnt, sicherlich auch einfacher wird. Aber ein Kampf, der wirklich, der ist total real. Jesus hat nie versprochen, dass er unsere sündige Natur einfach wegzaubert. So jetzt bist du plötzlich heilig, ja, und kannst nicht mehr Sündiges denken. Das ist ein echter Kampf. Und ich glaube, oft unterschätzen wir, wie ernst das ist. Paulus sagt, der alte Mensch wird gekreuzigt. Anderes Beispiel in Römer 8, Vers 13, nicht minder martialisch, in Römer 8, Vers 13, da heißt es, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist, nicht durch eigene Kraft, das würde nie reichen, aber durch den Geist, was tut? Die Taten des Fleisches tötet. Was war der Auftrag der Israeliten, als sie nach Kanaan kamen? Was sollten sie tun? Völker ausrotten. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, wir haben so viel ausgerottet, dass wir Platz im Leben haben. Die anderen lassen wir leben. Wir brauchen ja noch Leute, die uns helfen. Ja, das ist ja auch ganz okay. Ja, wir haben ja die Kontrolle. Wir haben es, die sind unsere Diener. Ja, wir versklaven sie. Ja, dann können wir sie ab und zu noch gebrauchen, so wie wir wollen, aber wir müssen sie nicht ganz ausrotten. Wir sind ja ihre Diener. Das nächste Buch, Richter zeigt, was ist passiert? 180 Grad, die waren plötzlich wieder die Herren und sie waren Katastrophe. Wenn wir denken, dass wir die Sünde so ein bisschen unter Kontrolle haben können und so ein bisschen so wie ein kleines Schoßhündchen mit uns mitführen können, weil wir ja schon so weit gediegen sind und das können wir so ein bisschen tolerieren, wird uns die Sünde wieder auffressen. Ellen White sagt an einer Stelle, eine Sünde, an der wir fest, also sie sagt nicht eine Sünde, die wir einmal begehen und dann bereuen, und das ist nicht der Punkt, aber wenn wir eine Sünde festhalten und an ihr festhalten und sie nicht aufgeben, wird diese eine Sünde alle Kraft des Evangeliums neutralisieren. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir eine Sünde begangen haben, auch eine schwere Sünde, und wir bereuen es, wird Gott uns immer vergeben. Ja, er vergibt uns immer und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber wenn wir an der Sünde festhalten, sei sie noch so klein in Anführungsstrichen, dann wird sie uns in Ruin bringen. Übrigens, oft denken wir halten an einer Sünde fest, aber sie ist ja so klein, oder? So klein, ja, das kann ich ja später aufgeben. Wisst ihr, dass ein großer Trugschluss ist? Denn wenn ich sage, ich weiß doch, was Jesus möchte, aber jetzt halte ich noch fest an dieser kleinen Sünde, ist diese kleine Sünde mir wichtiger als Jesus und alle Herrlichkeit. Und dann ist sie nicht klein, sondern in meinen Augen größer als Jesus und alle Herrlichkeit. Und deswegen sagt Jesus, wenn du merkst, da gibt es etwas, was dich immer wieder zur Sünde verführt und du weißt, es liegt daran und es ist dir noch so teuer, überlege, was du tust. Ist es nicht besser, das wegzureißen, damit du ewiges Leben hast? Zum Beispiel der Drang, um wieder im Beispiel zu sein bei den Jüngern, der Drang, angesehen zu sein, ja? Eine Position zu haben, ja? Irgendwie über den anderen zu stehen. Das ist so tief in uns drin. Ich sage, wenn du das merkst, reiß es aus. Und zwar nicht durch eigene Kraft, sondern wie können wir es töten? Durch den Geist. Ja? Jesus hat uns nie verheißen, dass wir aus eigener Kraft kämpfen müssen. Das sieht man in den Richtern, sieht man in Josua, sieht man in Mose. Es war immer der Geist Gottes, der gekämpft hat. Es war immer Gottes Kraft. Aber sie mussten marschieren. Sie mussten losgehen und sagen, die wollen wir jetzt umbringen. Und dann haben sie den Sieg bekommen durch Gottes Kraft. So viel vielleicht dazu. Es gibt noch mehr. Also Paulus sagt auch in Galater 5, wir müssen den alten Menschen mit seinen Lüsten kreuzigen. Aber das haben wir jetzt gesehen. Ellen White sagt Folgendes. Es ist durch den Willen, dass die Sünde ihren Halt auf uns behält. Die Übergabe des Willens wird dargestellt, als ob man sein Auge ausreißt oder seine Hand abhackt. Das ist eigentlich am Ende ja eigentlich etwas sehr Gutes, den Willen zu übergeben, oder? Aber wenn ihr schon mal, also ich weiß aus meinem eigenen Leben, es gibt so Situationen, da weiß man, Gott möchte das und es wäre gut, aber irgendwie will ich nicht, ja? Und das ist ein echter Kampf. Und das ist, worauf Jesus sich hier bezieht.
Und dann sagt sie, oft scheint es uns so, als ob wenn wir jetzt dem Willen Gottes uns übergeben, dass wir dann das ganze restliche Leben verkrüppelt sein werden. Ja, weil ich dann das verpasse. Habt ihr mal so gedacht, wenn ich jetzt Gott gehorche, dann verpasse ich das und ich werde vielleicht mein ganzes Leben lang verpassen. Dann bin ich ja verkrüppelt. Übrigens, wisst ihr, was Jakob erlebt hat, als er sein Leben Jesus übergeben hat? Er hat gehinkt, ja. Aber er war froh, dass er hinkte, weil er hatte jetzt ewiges Leben. Er hatte einen neuen Namen, ja. Und so sagt sie das hier auch an dieser Stelle. Es ist besser, sagt Jesus, für das eigene Ich, wenn es verwundet und verkrüppelt ist. Wenn man so ins ewige Leben kommt. Als wenn man, das sagt sie, das, was uns als größtes Desaster oft erscheint, ist in Wirklichkeit der höchste Segen. Nun, nicht, dass mich falsch versteht, es gibt auch Krankheiten, wo Menschen ein völlig falsches mangelndes Selbstbewusstsein haben und das meine ich nicht, also psychisch krank sind, das ist nicht der Punkt. Was ich meine, ist dieser natürliche menschliche Stolz, der oft hinaus will und der das denkt, wenn er sich Gott unterwirft, dass er dann irgendwie sich verkrüppelt fühlt. Ja, das meine ich, ja, nicht, dass es missverstanden wird. Und dann sagt sie noch Folgendes. Der Segen des Himmels kann keinen Menschen begleiten, der die ewigen Prinzipien des Rechts bricht. Und eine Sünde, die festgehalten wird, die so gefördert wird, reicht aus, um den Charakter zu degradieren und andere in die falsche Richtung zu leiten. Da sind wir beim Anstoß. Anstoß geben an andere. Ganz genau. Deswegen sagt sie, wenn der Fuß oder die Hand abgeschnitten werden würden oder sogar das Auge ausgerissen werden würden, um den Körper vom Tod zu retten, wie viel mehr sollten wir ernsthaft die Sünde aus unserem Leben wegtun, denn sie bringt den Tod zur Seele. Also sie führt zum Tod der Seele. Das ist eine ernste Sache. Und Jesus spricht hier mit seinen Jüngern, die ja schon viel erlebt haben und viel erfahren haben. Aber er sagt ihnen, wenn ihr an diesem Punkt nicht dranbleibt und euren Willen Gott übergibt, würde das dazu führen, dass ihr, und einer von den 12 hat auch tatsächlich das erlebt, ist tatsächlich verloren gegangen, weil er sich selbst erhöht hat. Was wir noch lernen können an dieser Stelle, was wir kurz erwähnen wollen wenigstens, ist der Punkt mit der Hölle. Ihr habt euch vielleicht gefragt, warum steht ihr hier mit dem unauslöschlichen Feuer, oder? Und das wird immer oft gefragt, ich denke, es ist für euch jetzt hier keine so große Frage, aber vielleicht ganz kurz erwähnen. Das höllische Feuer steht ja hier im Griechischen, bei Hölle steht Gehenna. Okay? Und Gehenna leitet sich ab vom hebräischen Gehinnom. Und das ist das Tal Hinnom. Eigentlich ist das ein ganz gewöhnlicher lokaler Ort gewesen in Jerusalem. Ihr wisst, Jerusalem lag ja so auf einem Berg, so Berge drumherum. Und da gab es südlich ein Tal, das Tal Hinnom. Weiß jemand von euch, was im Tal Hinnom passiert ist in der Zeit der Könige? Das Tal Hinnom war berüchtigt, berühmt berüchtigt. Da haben nämlich die Israeliten in den Zeiten des Abfalls ihre Kinder geopfert. Das war im Tal Hinnom. Das war der Tophet, ja, wo die mit schlimmer Musik wahrscheinlich, steht nicht da, aber also wo sie mit diesem Baalskult dann die Kinder geopfert haben und verbrannt haben. Sie haben die Kinder durchs Feuer gehen lassen. Und deswegen erwähnt die Bibel manchmal diesen Ort als einen Ort des Gerichtes und einen Ort sozusagen, wo die Sünde ist und wo dann auch, wir schauen mal ganz kurz die Stelle an dazu, in 2. König 23, Vers 10. 2. König 23 und dort Vers 10. Da heißt es, er verunreinigte auch das Tophet, das ist Josia, dann ja, als die Reformation macht dort und die Erweckung. Er verunreinigte auch das Tophet im Tal der Sünde Hinnom, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter dem Molech durchs Feuer gehen ließ. Also das ist dieses Tal, wo sie die Kinder verbrannt haben und dann hat Josia das verunreinigt. Und auf dieses Tal bezieht sich auch der Jesaja. Schaut mal, das ist jetzt die Verbindung hier. In Jesaja 30 und dort Vers 33. Jesaja 30 und dort Vers 33, da wird auf diese Feuerstelle, dieses Tophet Bezug genommen. Schaut mal in Jesaja 30, Vers 33 und dort steht, denn die Feuerstelle, das ist dieses Tophet,
ist längst bereit. Auch für den König ist sie hergerichtet. Man hat ihren Scheiterhaufen tief und weit gemacht. Feuer und Holz ist genug vorhanden. Wie ein Schwefelstrom wird der Atem des Herrn ihn anzünden. Also da geht es im Kontext um das Gericht an den Assyrern. Und dieser Ort, wo die Kinder verbrannt worden sind, wo es immer so brannte, wird als Symbol genommen dafür, dass auch die Assyrer werden alle mit Mann und Maus vernichtet werden, sozusagen. Das ist die Idee. Ja, der Atem des Herrn wird ein Feuer anzünden. Und das erinnert uns an wann wird der Atem des Herrn buchstäblich ein Feuer anzünden über die Gottlosen? Wann wird Feuer fallen und die Gottlosen vernichten? Nach den 1000 Jahren. Davon spricht Jesus. Jesus spricht also, er benutzt dieses Wort Gehenna, dieses Bild von Gehinnom, diesem Tal, was in Jesaja als Bild genommen wird für die endgültige Vernichtung der Gottlosen. Und Jesus sagt, wenn du dein eigenes Ich nicht übergibst, wir können es nicht selbst besiegen, wir können es Jesus ausliefern. Ja, und das ist der Kampf. Der Kampf ist nicht gegen unser eigenes Ich, der Kampf ist sozusagen, dass wir das Ich ausliefern. Wenn du das nicht tust, dann wirst du dich zwar vielleicht gut fühlen und denken, ja, ich bin der Größte und der Beste und der Tollste, aber du endest im ewigen Feuer. Und das war das Problem der Jünger. Und Jesus musste ihnen das sehr deutlich sagen. Und die Bibel sagt ja sehr deutlich, dass Feuer vom Himmel fallen wird und die Gottlosen vernichtet wird, die Gottes Gesetz gebrochen haben. Die Bibel macht deutlich, dass indem jetzt hier das Gleiche verwendet wird, wie in der Bergpredigt, wo es um Ehebruch geht und wo es um Mord geht, dass in Gottes Augen Selbsterhöhung und diese Frage, wer ist der Höchste? Ja, ich will höher sein als du. Dass das in Gottes Augen genauso ist wie Ehebruch und wie Mord und wie all die anderen Dinge. Denn letztendlich ist das ja das Wesen des 10. Gebotes, du sollst nicht begehren, ja, und eine andere Position zu haben. Das ist die Essenz letztendlich eigentlich, dieses Ich, das ist diese Essenz der Sünde. So hat es angefangen. Ganz genau, das ist der Ursprung. Alles andere, Mord und Ehebruch und so, sind eigentlich nur Folgen davon, schlimme Früchte von diesem Baum. Genau. Jetzt haben wir nicht mehr geschafft zu sehen, wie das Ganze dazu führt, wenn wir das annehmen, wie wir zu den liebsten und schönsten Charakteren werden. Das werden wir das nächste Mal anschauen. Wir werden das nächste Mal schauen, was Jesus dann sagt mit dem Salz. Das wird sehr interessant werden, aber wir wollen die Zeit auch nicht überziehen jetzt. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie es weitergeht. Und vor allem werden wir nächstes Mal sehen, Jesus wird sagen, was eigentlich der ganze Grund ist, warum er diese deutlichen Worte spricht. Wir werden sehen, da wird plötzlich hinter diesen scheinbar heftigen Worten wird plötzlich die ganze Schönheit des Evangeliums aufstrahlen. Das werden wir nächstes Mal dann anschauen. Aber halten wir fest, wir sollten mit der Sünde nicht spielen. Und wir sollten nicht denken, dass es Kavaliersdelikte gibt in der Gemeinde, wo wir sagen, naja, ich fühle mich einfach ein bisschen besser als der andere. Wenn wir das denken, auch wenn wir es vielleicht aus Eifer denken für den Herrn, wie Johannes, sind wir in großer Gefahr. Und Johannes und andere haben das angenommen, Judas nicht. Das sind so die Wegscheiden, an denen, ohne dass die Jünger es gemerkt haben, sich ihr ewiges Schicksal auch entschieden hat und an denen sich unser ewiges Schicksal hängt. Lasst uns, wisst ihr, ich kann aus Erfahrung sagen, manchmal ist es wirklich, und ich denke, ihr habt auch die Erfahrung gemacht, manchmal, es ist so schwer, den Willen zu übergeben, aber wenn man ihn übergeben hat, merkt man plötzlich, ja, wie konnte es vorher nur so ein Kampf sein, ja? Plötzlich, wenn der Sieg erst da ist, wenn ich Gott vertraue, dann schenkt er einen solchen Frieden und die Kraft, das zu tun, kommt immer von Gott. Gott sagt nicht nur, beschneidet eure Herzen, er sagt, ich will eure Herzen beschneiden. Er bittet eigentlich nur unsere Erlaubnis, weil wir das verstehen, dann wissen wir, er wird niemals etwas wegschneiden, was schlecht für uns ist. Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen Dank sagen, dass dein Wort so klar und deutlich zu uns spricht. Herr, du weißt, wie oft wir in unserem Leben trotz besseren Wissens uns gegen dich aufgelehnt haben und dadurch auch zum Anstoß für viele andere Menschen geworden sind. Herr, wenn wir das wieder gut machen müssten, dann hätten wir keine Hoffnung. Aber wir glauben, dass du, Herr Jesus, am Kreuz für Golgatha für jede dieser Sünden gestorben bist. Und dass du alles reinwischst und dass du Wege und Möglichkeiten hast, auch das, was wir im Leben anderer falsch und kaputt gemacht haben, dass du es heilen kannst. Herr, wir möchten dich um eine Sache bitten, dass wenn es solche Dinge in unserem Leben gibt, die wir jetzt noch immer nähren und festhalten, dass wir sie durch deine Kraft abschneiden können, dass sie durch deine Kraft übergeben können, dass der alte Mensch wirklich gekreuzigt werden kann und auch dort bleibt. Und wenn er sich wieder neu erhebt, dass wir ihn durch das Wort Gottes und durch den Geist der Weissagung, durch das Gebet, durch das, was du
in unserem Leben tust, durch die Erfahrung, die wir dir gemacht haben, dass wir bei dir festbleiben und uns nicht wieder abbringen lassen. Herr, das bitten wir und wir danken, dass du gesagt hast, dass bei dir nichts unmöglich ist, dass du jeden Sieg schenken kannst und dass dein Wort in unserem Mund bewirkt, dass wir es tun können und dass es am Ende sogar uns leicht vorkommen wird. Dafür danken wir dir und loben und preisen deinen Namen. Amen.